Unsere Wohn- und Pflegeheime erfüllen hohe Qualitätsstandards hinsichtlich der Pflegeleistungen und der medizinischen Versorgung. Diese Standards unterliegen einer laufenden systematischen Überprüfung und werden kontinuierlich weiterentwickelt. Fühlen Sie sich bei uns einfach wohl und genießen Sie Ihre neu gewonnenen Freiräume und die Sicherheit, gut betreut und versorgt zu sein. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich hätte es auch nie, entschuldigen Sie, wenn ich das sage, aber ich hätte das nie gedacht. Ja, von ersten Tag habe ich mich hier wohl gefühlt. Ich habe so eine schöne Wohnung gehabt und trotzdem ein paar persönliche Sachen habe ich auch mitgenommen, damit es ein bisschen wohnlicher aussieht. Ich fühle mich jetzt wie zu Hause. Dann haben wir hier auch viele schöne Anwendungen. Wir haben zum Glück hier unten einen Friseur, da kann man einmal die Woche zum Friseur hingehen. Ist auch schön. Wir haben einen Kiosk unten, da kann man es bestellen, bekommt man dann. Es wird dann auch geliefert. Genau, der Alltag beginnt morgens beim Frühstück. Da sind schon die Betreuungskräfte direkt dabei. Die ersten Gespräche finden statt, Zeitungsrunden. Genau, und dann geht es weiter, Gruppentätigkeiten. Fast alles nehme ich wahr, was angeboten wird. Gedächtnistraining, Sitzgymnastik und auch wenn Konzerte sind, ich mache alles mit. Mal machen wir auch einen Ausflug, zum Beispiel zur Eisdiele oder ja, in die Stadt oder so. Ja, das ist eine Rikscha, da sitzt man drin und es ist ein Rad und dann sitzt jemand hinter und der tritt dann und der fährt uns dann spazieren. Wir haben alle immer wieder neue Ideen, neue Anreize und das wollen die Bewohner auch, die sind immer offen für Neues. Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Pusa. Ich bin ein sozialer Roboter. Es macht so viel Freude, einfach dieses Wohlbefinden der Bewohner wirklich zu fördern und dass man da auch wirklich was bewirken kann. Also dass man wirklich merkt, ja, ein Pflegeheim ist mehr als nur Pflege, sondern es ist wirklich auch ja, die Lebensqualität im Alter einfach erhalten und zu fördern und dass auch das Leben im Alter immer noch lebenswert ist. Ich habe hier viel erlebt, was ich vorher nicht kannte, ne? Also ich, wie gesagt, bin glücklich.